Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Octopath Traveler in dem wunderschönen Wald, wo wir irgendwelche lustigen Seitenwegelchen gehen. Wegelchen nämlich. Und mit Silber gefüllte Beutel uns mitnehmen. Weil ich muss natürlich das ganze Loot mitnehmen, weil ich bin ja der Lootmeister. Außer diese violette Kiste kann ich ja nicht, weil ich kein Dieb habe. Wahrscheinlich gibt es irgendwas Tolles, wenn ich alle diese Dinger hätte. Ja, habe ich aber nicht. So, ich mache hier. Mach mal so, ja. Komm, es geht eh erstmal nur um. Okay, ich vergesse immer, dass Primrose eine richtig, richtig schlechte. Eine richtig, richtig schlechte Zaubererin ist. Aber wir lernen es halt trotzdem, weil warum nicht? Du wirst mich doch verarschen. Ja, komm. Bitte ballere zumindest alle ins Koma. So, Gott sei Dank. Apotheker, mach du mal hier eine Amputation gegen das Gargantua-Keiler-Ding. Das erinnert mich dran, ich möchte mal wieder Interstellar ansehen. Wie komme ich da jetzt bloß drauf? So, Nachtode, drüber geballert. Ophelia ist etwas schlecht, wie es momentan aussieht. Ja, die hat so Negativ-Buffs. Aber das ändert nichts dran, dass ich mit Nachtode hier richtig drüber ballere. So, ja, ein Primrose, es hilft. Ne, ich mache hier lieber den Horizontalhieb, weil, wie gesagt, die zaubert echt schlecht. Ja, da ist der weit besser. Ach Gott, jetzt eskaliert das Handy wieder. Das ist immer so witzig. Ich weiß nicht, was das heutzutage ist. Wenn immer man steckt ein Handy an am PC zum Laden und auf einmal poppt am PC ein Haufen Zeug auf, dann poppt am Handy ein Haufen Zeug auf und schlussendlich keine Ahnung, was passiert. Wahrscheinlich hat er jetzt im Hintergrund den Handykernel neu kompiliert oder irgend sowas, ich weiß nicht. Das ist, ja. Ich mach zwar schon seit über 20 Jahren IT-Job, aber das ist mir echt ein Rätsel, warum das immer alles so seltsam sein muss. Handys. Also Handys sind mir ein Rätsel. Ja, ich freue mich immer richtig, wenn irgendwelche Verwandten oder Leute von mir wollen, dass ich ihre Handys repariere. Da sage ich immer, lasst mich in Ruhe mit dem Zeug, weil ich kenne mich nicht aus. Ja, wie, du kennst dich da nicht aus? Das ist doch alles dasselbe. Nö, ist es nicht. Das ist alles Müll. Handys, ja. Will ich die Finger davon lassen. So. Gut. Gibt es eigentlich sowas wie ein Level Cap hier? So, das ist schön, dass du ready bist. Dann wirst du jetzt gleich mal gar nichts machen. Ja, du machst ja wirklich gar nichts. Ey, gar nichts. Ja, komm, mach einen Horizontalhieb. Super, Primrose, hast du gut gemacht. Ist eigentlich witzig, dass Primrose, obwohl Primrose eigentlich die Tänzerin schlechthin ist, so schlecht ist mit der Nachtgeschichte. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil sie vom Level her noch so weit unten ist. Und natürlich hat Elfin wieder. Elfin hat echt ein Fertigkeitenpunkteproblem. Und auch ein Treffsicherheitsproblem. So, weißt du was, komm, du verteidigst dich jetzt mal ein bisschen. So, Hanit, und du musst wieder das Ruder rumreißen mit Pfeilhagel, weil Elfin leider ein Fertigkeitenpunkteproblem hat. So, haben wir jetzt? Ja, jetzt könnten wir eigentlich hier eigentlich können wir hier die Luminescenz ballern. Ah, schön. Sehr, sehr hoher Schaden. So, Primrose könnte natürlich, machen wir aber nicht, weil wir wissen, dass sie sehr schlecht tanzt. Nee, ich tanze ganz gut. Nur diese Viecher wollen meinen Schattentanz nicht. Die wollen den gerne sehen, ja, und deshalb sind die so, als ob sie gehen darf. Oh, komm, echt jetzt? Boah, diese Echse, die ist furchtbar. Diese Echse, die ist doch... Also, das, was war das jetzt gerade wieder? Komm, ich stehle ein paar FP, deshalb. Kann es doch nicht sein. Wow. Die ist ja echt glitschig. Wie weiß ich nicht, was diese Echse... So, Krieger, komm, dann machen wir hier einen Kreuzschlag. Wahrscheinlich daneben. Natürlich. So, dann machen wir hier, heiliges Licht. Weil das kann zumindest nicht daneben gehen. Wohl könnte wahrscheinlich auch, aber ist eher unwahrscheinlicher. Dann machst du nochmal, ich könnte die physische Verteidigung ein bisschen verringern. Müssen wir eben mehr mit dem Zeug arbeiten. So, ein Elfin, das ist jetzt deine Chance, hier etwas gut zu machen. Oh, du hast sogar getroffen. Wie gibt's denn sowas? Wow. Ich bin begeistert. So, dann machen wir hier... Ja, dann klauen wir FPs. Sehr schön. Sind wir wieder voll. Wunderbar. So, Elfin macht seine Amputation. Vielleicht schaffen wir... Ja, er müsste tot sein. Ja, definitiv. Wunderbar.
Try again. Oh, Hanid ist gestiegen. Das ist ja super. Wie sieht's eigentlich mit Primrose? Primrose ist immer noch so weit hinten. Heieiei, die ist immer noch auf Stufe 33 und alle Ophelia schon 50, Elfin 40. Ja, also Primrose muss ich auf jeden Fall lange mitnehmen. Im Moment mal ganz kurz wieder ein bisschen Fertigkeiten durchgucken. Ah, wir könnten hier göttliche Fertigkeit über 3 Runden treffen. Fertigkeiten als Verbündeten, die sonst nur einen Gegner haben, visieren alle. Ach, das ist genau das Umgekehrte, oder? Ja, okay. Das ist praktisch, glaube ich. Nehmen wir einfach mal mit, ne? So, du kannst noch nix. Du kannst hier FP teilen. Ja, komm, das lernen wir gleich mal. Ist okay. Verletzende Beleidigung. Oh, das ist ja lustig. So, ein Primrose kann hier das... Ja, dann lernen wir das hier auch. Das passt. So. Hilfsfertigkeiten. Was war das jetzt? Sinne schärfen? Weil ich glaube schon, dass ich jetzt... Adelauge, kritische Rate, eine Chance von 50%, wenn er zweimal anzugreift. Der auslösende Charakter hat schon eine weitere Aktion am Ende der Runde. Komm, das mache ich mal weg. Negative Statuseffekte und Attributmale, die der ausgerüstete Charakter zufügt, haben eine weitere, halten eine weitere Runde lang. Setzt er stehlen oder sammeln, wird die Beute verdoppelt. Ja, ich erhöhe das Tempo einfach mal. Weil ich weiß immer nicht, wer genau da was macht. Naja, so. Gut, da war noch ein Kistchen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Reinigender Staub. Ach stimmt, ich sollte vielleicht mehr mit dem Staubzeug arbeiten. Alter, dafür hätte ich ja den Apotheker mit. Ne? Und natürlich ist schon wieder diese glitschige Echse da. Ich hasse sie. So, Jäger hier, Pfeilhagel einmal kurz. Und Elfin hat natürlich wieder keine Fertigkeitenpunkte. Habe ich wieder mal nicht geguckt vom Kampf. Aber jetzt kann ja Primrose die Fertigkeitenpunkte. Nee, war es Primrose? Nee, war nicht Primrose, war irgendjemand anderer. Was haben wir denn? Tempo eines Verbündeten, erweiterte physische Verteidigung, elementaren Angriff. Physischen Angriffe werden 2 Runden lang stärker. Ja, komm, geben wir das Elfin mal. Ja, vielleicht trifft er dann besser. Alright. Elfin, ich habe vollstes Vertrauen in dich, dass du triffst. Oh, da hast du sogar getroffen. Wow. So, Ophelia ist dran und macht hier einmal eine Nachtode. Ja, jetzt kommt diese lustige Echse. Nö, kommt nicht dran. Okay, cool. FP teilen. Komm, Hanid, du hast genügend FP. Du teilst jetzt deine FP. Obwohl, wir könnten eigentlich noch ein paar FP stehlen. Und dann in der nächsten Runde teilst du. Genau. Dann kannst du in der nächsten Runde mit Elfin FP teilen. Das freut den Elfin dann sehr. Genau, nehme ich FP teilen. Das Coole ist, ich kann dann 150% teilen an Elfin. Wobei, das braucht er gar nicht, weil der hat ja eh nicht so viel. Ich glaube, es reichen 50. Here, stop it, not now. So. I'm ready. Das ist schön. Dann machst du hier einen Horizontalhieb, weil die Viecher da hinten sind ja eh auch ein bisschen allergisch dagegen. Und du, lieber Elfin, schauen wir mal, ob du es jetzt schaffst, hier den zu treffen. Ja, wunderbar, wunderbar. Und du bekommst auch noch Fertigkeitenpunkte dazu. Das ist schön, weil dann kannst du nächstes Mal eine richtig tolle... Moment, komm, hier machen wir die Nachtode. Eine richtig tolle... richtig tollen Metzgerangriff machen. Ja, Amputationsangriff. Oh, die Schweinewacht macht die auf. Das ist nicht schön. Die sind echt stark, wenn die aufwachen, merke ich gerade. Bitte beleben wir Primrose wieder. Ja, dazu bin ich hier. Echt jetzt. Ja, komm, dann heil du ein bisschen mehr. Weißt du, genau jetzt natürlich, wo ich eigentlich das Schweinchen etwas Dingens machen hätte müssen. So, maximal geboosteter Pfeilhagel. Damit ich den Boost auch nutzen kann für irgendwas, sinnloserweise. Oh, jetzt lebt er schon wieder. Ich hasse es. Ich hasse alles. Stirb endlich, du komisches, blödes Vieh. Ja, diese Echse ist richtig nervig. Richtig nervig. Moment, da können wir sogar boosten. Wobei diese Schweine auch doch eher stark sind. Zu stark. So, da haben wir... Ja, komm, klau ein bisschen FPs von... Das ist... Ja, komm, mach. Nehmen wir dann die Keiler.
So, Elfen, was machst du jetzt? Hast du... Ach so, wir könnten den machen, wenn wir Glück haben. Ah ja, gut, er ist tot. Okay, alles gut. Du bist... Ich könnte natürlich einen Präzisionsschlag gegen das Ding machen. Warum habe ich eigentlich nicht jetzt das obere genommen? Man weiß es nicht, ja? Manche Dinge muss man nicht verstehen, Leute. Jetzt machen die den noch zweimal wieder brutaler Angriff. So. Immer wenn die aufwachen, machen die brutalen Angriff. Ich sollte die also vielleicht nächstes Mal mit Fokus ein bisschen versuchen zu töten. So, auf jeden Fall mit Pfeilhagel kurz ein bisschen drüber geballert. So, und jetzt zusehen, dass die nicht wieder aufwachen. Ja. Deshalb tanzen wir jetzt einfach kurz die Nacht oder anstatt hier zu heilen. Weil dann sind sie gleich beide tot. Ja. Super. Oh, und Primrose ist endlich mal ein Level gestiegen. Danke, Primrose. Ich habe schon alle Hoffnung aufgegeben. So. Genau, die Kiste kann ich eh nicht. Da brauche ich gar nicht hinlaufen. So. Die habe ich schon mitgenommen. Okay, gut. Dann können wir jetzt, glaube ich, wirklich... Zum End... also Endboss, ich weiß gar nicht. Nee, der Wald ist eh noch tiefer. Wir brauchen da schon wieder echt lange. Natürlich kommt wieder mein Freund. Mein Freund, der Typ mit, ja, komm, ich würde sagen, wir verteidigen hier mal ein bisschen. Oder kannst du? Nee, kannst du nicht. Ich verteidige mal ein bisschen. So. Weil hier machen wir einmal einen Pfeilhagel. Hanid bräuchte Fertigkeiten. Punkt ist jetzt blöd, weil, naja. Gut. Und Ophelia ist dran. Dann machen wir hier mal einen Lumineszenz. Ja, jetzt kommt wieder diese hässliche Echse dran. Und ich probiere es aber trotzdem jetzt in der ersten Runde. Aber ich glaube kaum, dass ich es schaffe. Nicht. Alter, echt jetzt? Boah, dieses Vieh. Es macht mich wahnsinnig. So. Ganz ehrlich. Kreuzschlag kommt. Nein, warum mache ich sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir gedacht, dass der nicht so glitschig ist. So, natürlich, ich habe jetzt überhaupt keine Fertigkeitenpunkte. Das ist sehr toll. Aber weißt du was? Mir reicht's. Weg mit dem Vieh. Nein, ich hätte bei Hanid vielleicht wieder boosten sollen. Habe ich wieder vergessen. Warum vergesse ich bei Hanid eigentlich immer das Boosten? So, also komm, nehmen wir lieber Lumineszenz. So, die sind weg. Sehr schön. So, und Elfin, jetzt kommst du dran. Wahrscheinlich schlägst du eh wieder daneben. Nö, nicht mal. Brav, Elfin. Brav. Soll ich vielleicht das Ding mal fangen? Nö, ist jetzt tot. Okay. So, jetzt muss ich aber eine, die Hanid trotzdem zumindest einen Fertigkeitenpunkt geben. Mit einer anregenden Pflaume, von denen ich wieder relativ wenig habe. Muss ich echt wieder welche kaufen. Ich hoffe, ich denke da irgendwann mal dran, wenn ich in einem Dorf bin. Und ich brauche echt ein bisschen, fast ein bisschen zu lange, habe ich das Gefühl. Ah, okay, hier sind wir. Muss ich? Ja, komm dann. Das war jetzt doof. Warum habe ich sie jetzt... Oh Gott, ich bin so doof. So, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder furchtbar Sachen rausgeschmissen. So, passt. Sie heilen wir nicht. Und ran da. Miguel! Alfred. Fancy meeting you here. Fancy? Brat wouldn't shut up, so I stuck him one to give him something to really cry about. Ach, er ist so ein liebenswürdiger Mensch, der Miguel. You low down pile of filth. Genau, so hätte ich ihn auch bezeichnet. Move aside and let me see the boy's wound. Darf ich aber nicht, weil sonst werde ich hier auf YouTube blockiert, ihr wisst ja, wie das ist. Bleeding step. As pleased as I'd be to see you fix up the golden goose. Something tells me you're just going to up and sneak away with him. The boy could die. And what of it if he does? I've got 4 mouths to feed back at home.
Waren es nicht letztens noch drei? Wahrscheinlich hat er gar keine Leute zu Hause, die er ernähren muss. Ja, ja, genau, habe ich auch gesagt, ne? Oops. I should learn to keep my story straight. Was ist so lustig? You actually believed I had a bloody family? I don't even know where my next meal is coming from. Ach, was ist das für ein netter Mensch. Wow. You're so sodding gullible. It almost moves me to tears. But I owe you an outfit. Thanks to you, I'm able to get back to honest work. Ja, und leider, leider, leider gibt solche Menschen immer wieder. Und es ist auch so, dass leider auch viele Menschen so quasi versteckt agieren. Also bei uns in Österreich sagt man hintenrum, also hintenrum so agieren. Also hintenrum quasi. Also die würden das nie zugeben, dass sie eigentlich ein Arschloch sind, aber sie sind's, wenn man sich ihre Aktionen ansieht, die nur zum eigenen Vorteil sind, ja. Und ich habe ein Problem mit solchen Leuten. Ich mag das nicht so gerne. This is my fault for fixing you. Yep. Das stimmt. But that's why I'm gonna set things right by my own hand. Ja, kann man. Step aside, Miguel! Sure that's smart, Alfin? I stretch the truth from time to time. I wasn't lying about being a mercenary. Ja, das macht's aber jetzt auch nicht besser, ne? Miguel Twinspears has killed 100 men if he's killed a dozen. Soldiers, mind you, not mollycoddles toting a bag full of weeds. Er unterschätzt uns ein bisschen. Wir sind vielleicht ein kleiner Junge mit einem Beutel voller Kräuter, aber wir haben auch eine Axt, mit der wir amputieren können. None of your potions or bandages will patch you up when I'm done with you. Okay, gut, wenn das so ist. Ich fürchte, ihr legt euch mit dem Falschen an. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall, komm, wir rufen mal den alten Mann ran. Ja, vielleicht macht er ja mal was Vernünftiges. So, Eis bringt schon mal nix. Okay, das ist schade. Hätte ja sein können. So, dann würde ich sagen, machen wir mal... Ich denke mal, das dicke Schwert kann... Das Schwert kann was? Ja, das dicke Schwert bringt was. Die Axt bringt wahrscheinlich auch was. Nehmen wir mal. Okay, schade. Der Stab vielleicht? Nein. So, das kleine Schwertchen vielleicht auch nicht. Okay. Soll ich dann eh... Okay, Bogen. Oh, wow. Das war stark. Okay. Das war jetzt echt stark. So, dann habe ich eigentlich alles bis auf den Moment den Bogen. Und ein Speer habe ich noch nicht probiert. Okay, der Bogen bringt was. Primrose. Moment, dann tanzt du mal hier eine Nachtode. Ich sollte irgendwas tanzen, wo wir physische Verteidigung als Verbündeten für zwei Runden. Das ist aber immer nur einer. Warum geht das nicht auf alle? Das finde ich so schade. Elementaren Angriff. Physischen Angriff meines Verbündeten. Ja, nee, komm, wir machen einfach nur mal eine Mondlichtwalze. Einfach nur, um zu gucken. Nee, Dunkelheit ist natürlich überhaupt nicht sein Problem. So. Gut, ich könnte ihm natürlich, das Gute ist, nachdem wir Pfeilhagel, ja komm, wir ballern jetzt mal einen Pfeilhagel. Wobei, brauche ich Pfeilhagel überhaupt 5 bis 8 Mal mit einem Bogen? Zufällig bestimmte Gegner. Nehmen wir den Pfeil Regen, weil im Endeffekt ist ja eh nur einer da. So, okay, das war jetzt nicht sehr erfolgreich. Ja, mach hier mal ein bisschen mehr heilen. So. Vielleicht nicht auf Stufe 3. Wir müssen ein bisschen... Stufe 2 reicht auch. So. Ich würde ihn gern fangen. Ja, es ist die Frage. Ich meine, ich könnte natürlich Diebfertigkeiten
Stärke der physischen Angriff, physische Verteidigung. Ich könnte da jetzt natürlich 8 Runden lang seine physische Verteidigung etwas leiden lassen. So, das mag ich ganz gern so. So, und du wirst jetzt auf jeden Fall... Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, Dunkelheit ist auch nicht wirklich. Ja, komm, dann machst du mal einfach, was kann ich denn? Krieger? Kreuzschlag ist jetzt noch ein bisschen... Speer vielleicht? Stimmt, Speer habe ich noch nicht probiert. Komm, probieren wir Speer noch. Wobei, nee, Speer müsste vor Bogen kommen. Okay. Ja, dann machen wir einfach mal einen Schlag, damit der jetzt mal ein bisschen blockiert ist, ja. Ja, der alte Mann ist jetzt hier ein bisschen nutzlos leider, aber ist jetzt so. So, ich könnte jetzt natürlich... Aber ich mache die Amputation ist irgendwie... Weißt du was, ich vergifte ihn einfach. Komm, 8 Runden vergiften. War jetzt ein bisschen doof, hier das Taumeln zu nutzen, aber naja. So, warum habe ich halt den Wirtshausgast noch nicht gerufen? Vielleicht... Nee, Stab habe ich probiert. Aber ich bin mir sicher, dass heiliges Licht etwas... Ja, sehr gut. Etwas in schwächend hat... So. Ja, Primrose ist jetzt dran. Dann würde ich sagen, Primrose darf jetzt natürlich maximal angewendeten Kreuzschlag drauf machen. 3000 Schaden, das finde ich gut. So, und jetzt werden wir ein bisschen... Ich meine, ich könnte jetzt natürlich... Okay, der alte Mann ist weg. Der war eh leider ein bisschen nutzlos. Hilft da irgendwas? Nee, physische Verteidigung. Er wäre gegen Bögen natürlich ganz gut. Könnte einen Präzisionsschlag rausballern. Ja, ja, gut, war so halb. Ja. So, und die Frage ist jetzt natürlich, Eis... Nee, Eis ist es auch nicht. Vergiftet habe ich ihn, warum auch immer. Weiß nicht, warum, dass ich das gemacht habe. So, und hier heiliges Licht. Jetzt kommt er eh schon wieder dran. Oh, ach toll, jetzt verändert er. Ach, der ändert wieder dauernd seine Verteidigung. Das finde ich ja cool, wenn er das darf. Ja, wenn du das darfst, dann, ja, komm dann. Nein, machen wir normale Angriffe. Ich hol den alten Mann wieder ran. Oh, vielleicht kann ich jetzt mit Eis hier so ein bisschen... Nö, hat nichts geholfen, aber ich hab's versucht. Ja, heiliges Licht. Ich versuche jetzt hier ein bisschen Boost-Punkte zu sammeln, damit ich die Master-Angriffe nehmen kann. Und natürlich schauen wir Pfeilhagel nochmal. Wobei, wenn da jetzt lauter Fragezeichen sind, sind das lauter neue Schwächen jetzt, oder wirst du mir sagen? Ja, wahrscheinlich will das Spiel mir das so sagen. Also Axt. Auch nicht, okay. Das Ding? Ja. Dann vielleicht auch noch Speer. Aber ich habe eh hier... Schade, dass es jetzt nicht Pfeil und Bogen ist. Moment, Tamid könnte eigentlich... Ich muss auch heilen, merke ich gerade. Wäre gar nicht mal so blöd. Ja, klau mal ein paar GP. Ja, der greift eh zumindest doppelt an. Warum habe ich eigentlich jetzt nicht geheilt? War jetzt ein bisschen doof, ne? So, und jetzt ist die Frage, Dunkelheit... Habe ich Speer jetzt probiert? Ich probiere mal einen Speer. Ja, Speer ist es auch. Okay, hätte ich 1000 Speere vielleicht machen sollen, wäre besser gewesen. Autsch. Oh, viele, er ist tot. Das ist jetzt eher schlecht. Was war jetzt ein, was ist ein Schleuderspeer? Ich habe keine Ahnung. Belebt mit Ophelia. War jetzt alles nicht so klug gemacht. Also ich sollte jetzt vielleicht wirklich schauen, dass ich den... ja gut, ich könnte ihn hier mit dem natürlich ein bisschen niederballern. So, kommen diese Speere jetzt wieder an, die er gerade hochgeballert hat, oder... Weiß man nicht so genau. Ja, du bist dran, das freut mich sehr. Gut, jetzt wäre er natürlich wieder... Moment, weißt du was? Komm, wir rufen uns hier jetzt einmal eine Felsschildkröte. Ja, die Felsschildkröte ist weg, das ist okay. Ophelia, du rufst jetzt endlich mal den Wirtshausgast, ja? Kopfnuss! Yay! So, Primrose ist dran, dann machst du jetzt 1000 Speere. Das könnte nämlich jetzt vielleicht sogar ganz gut sein.
Naja, ja doch, war gut, waren viele, viele Schadenspunkte. Warum habe ich eigentlich, ich habe wieder nicht gehalten, du Ophelia. Ich bin echt ein bisschen Idiot, bin ich ja schon, oder? Ja, vor allem, die kommt ja, ja, wow, ich, okay, komm, zack, zack, nix, Leute, ich bin selbst schuld, ist mir schon klar. Ah, okay, cool, ich bin nochmal dran, weil dann mache ich nämlich eine mittlere Heiltraube hier auf Primrose, damit sie das auf jeden Fall überlebt. So, er verändert die Verteidigung wieder auf, okay, jetzt ist alles anders und alles neu. Ja, komm, machen wir Mondlichtwalze hier mal ran. Bringt nix. Aber Eis bringt in dem Fall was. Alter Mann, du bist für was gut. Oh ja, ich gehe jetzt wieder, ne? Ja, toll. What next? Kommt eh. Ich muss auf jeden Fall mit Ophelia auf jeden Fall heilen. Das ist ganz wichtig. So. Ist jetzt der Pfeil. Ich probiere den Pfeilhagel nochmal. Nein, natürlich nicht. Weil das, der hätte ja da bleiben müssen, dann glaube ich. Ja, dann ist er aber vielleicht jetzt die Axt, oder? Ja, jetzt ist es die Axt, okay. Und du musst jetzt heilen. Ja, nicht, dass ich das wieder vergesse. Reicht eine Zweierheilung? Ja, müsste reichen. Komm. Kritisches Auge. Oh, das ist ja schön. Danke, Wirtshausgas. Das finde ich toll. Oh, das war ja richtig stark. Primrose konnte das natürlich fast nicht überleben. Unabhängig davon. So, dann wirst du jetzt mal ganz kurz eine Olive des Lebens auf Mittel nach Primrose werfen. So. Du machst jetzt hier vielleicht mit dem Stab ein bisschen Action. Ja, wunderbar. So, nochmal kritisches Auge. Und Elfin sollte jetzt... Ach, und der Wirtshausgast ist weg. Okay. Ja, dann machst du hier einfach mal so ein bisschen so... So. Jetzt sollten wir Elfins Angriff. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Physische Verteidigung, elementaren Angriff. Ich möchte den normalen Löwenherz, ist normaler Angriff, ne? Genau, zwei Runden lang stärker. Weißt du was? Elfin sollte den vier Runden lang stärker haben. So, zack. Ophelia, du bist dran. Das freut mich sehr. Dann machst du hier. Weiß nicht, vielleicht ist ja jetzt. Ich pokere jetzt mal. Ja, war leider nicht, aber war okay. Warum habe ich eigentlich... Ich habe schon wieder zum Heilen vergessen. Ich bin ja so ein Idiot. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein Idiot bin? So, weißt du was? Eulensäure, es passt jetzt gerade ganz gut. Physische Verteidigung wieder runter. Obwohl, er wird mich jetzt ja eh töten. So, eine Amputation. Maximum Power. Ja, 9000 Schaden, das mag ich gern. So. Ah, er wird uns zum Glück nicht töten, weil ich ja einen Buntheiltrauben auf alle jetzt werfe. Ja, gut, 900 besser als nix. Wäre eigentlich Ophelias Aufgabe gewesen, aber naja. Oh, oh, oh. Gut, ja, das ist jetzt blöd. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den jetzt so schnell runterbekomme, oder? Ah, verdammt. Ja, weil der macht nämlich jetzt böse Sachen. Moment, habe ich da eine Bestie? Der greift dreimal an. Ja, vielleicht geht es sich doch aus. Schauen wir mal. Der Frog greift dreimal an. Und jetzt ist er weg. Das ist schade. So, ich kann nicht boosten. Habe ich irgendwas, was da doppelt macht? Speere sind es auch nicht diesmal. Oder sind Speere... Moment, hatte ich Sperre? Ich weiß. Nee, Sperre hatte ich schon mal. Na komm, mach mal lieber. So ein Elfin. Ja, das Problem ist, dass ich das natürlich jetzt genau in einem Punkt natürlich genau nicht ausgeht. Ich glaube, ich hätte bei. Ja. Ah, okay, ja, wir haben es doch irgendwie überlebt, Gott sei Dank. Er hat doch nicht gleich hier angegriffen, da bin ich sehr froh. Toll, jetzt ist Elfin, ja, eher schwach, aber er ist auch schwach. Also das wird leider sein letzter Angriff gewesen sein. So, Kreuzschlag, weil er hat nämlich auch schwache Verteidigung. So, wunderbar.
So, Hanid hat sehr gute Chancen, hier was zu reißen. Jetzt ist nur die Frage. Sandwurm, Sandschlag alle. Flammen-Sentinel MK2. Ich probier's mal. Wow. Gut, Flamme ist zumindest schlecht, aber... So, und hier werden wir... Nee, ich muss heilen, aufpassen. Ja, nicht wieder Blödsinn machen. Laut. So, ein Elfin. Weißt du was? Ich gebe jetzt Elfin hier Energiegranatapfel auf Elfin, damit der dann richtig schön... Genau, das boosten kann. So. Und hier sagen wir Löwentanz auf Elfin, damit der vielleicht der Negativ-Buff wegkommt. Ja, zumindest der ist weg, das passt. Sehr schön, und Hanid könnte ihm jetzt auch noch... Eigentlich müsste ich den Gegner angreifen, aber ich gehe wieder aufs Ganze. So, oder greifen wir... Ja, Dunkelkoral... Moment. Ja, komm, mach mal. Dunkelkoral. So, und er macht jetzt hier Maximum Power Amputation und tot. Nee, nicht mal. Er hat's überlebt. Ich bin begeistert. Ich habe keine Ahnung, wie er das überlebt hat, aber er hat's überlebt. So, er ändert seine Verteidigung. Ist okay. Autsch, das tat weh. Das wissen wir aber schon. Ich ergebe mich Gnade. Ja, genau. Eigentlich müsste ich ja jetzt, aber ich muss leider heilen. So. So, das Gute ist, dass der jetzt hier mit Pfeilhagel wieder ein sehr gutes Ziel, wobei es reicht Pfeilregen in dem Fall. So, damit wir den auf jeden Fall in den Ding-Modus bekommen. Ding-Modus nehme ich, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, normaler Angriff, go. Und hier nochmal kurz die Jägerpfeil, ne, Pfeilregen reicht. So, Gott sei Dank, er ist mal wieder ein bisschen im Negativmodus. Das tut mir sehr leid, lieber Miguel, aber ich mag dich nicht. Ja? Du bist leider einfach ein Arschloch. So, und deshalb werde ich dich mit einem Kreuzschlag hier mal ganz schön penetrieren. Wow, das hast du sogar überlebt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich würde mal sagen, mit dem heiligen Licht werden wir dich jetzt vernichten. Oh, das hast du auch überlebt. Das wundert mich jetzt. Aber ich würde sagen, dann werden wir dich auf jeden Fall hier... komm, ich klaue ein paar FPs von dir. Ja, oh wow, das ist ja schön. Und jetzt ist er tot. Gut. Ja. Primrose ist echt trotzdem noch sehr low. Miguel Speer, ah, das ist ja schön. Die Blutung nicht schon wieder. Bist du in Ordnung? Den Göttern sei Dank, er atmet noch. Warte kurz. Das sollte für den Augenblick reichen. Aber ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihn an einen trockenen Ort bringen und die Wunde versorgen. Ja? Achso. Ein paar Tage später. But that's wonderful. Ach, Tim, ein Segen. Mein liebster Tim, ich verspreche dir, dich nie wieder gehen zu lassen. Nie, nie wieder. Mother? Mama? Ja, was ist, mein Junge? Huh? Wer war dieser Mann, der mich gerettet hat? Ich glaube, wir sind nicht so beliebt in dem Dorf. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Die Stadt im Südosten verlassen. Okay, gut. Ja, aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Also nach dem Speichern dann jetzt. So. Tschüss, Leute.